Jetzt, hallo meine Anhörer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Anthem. Ich habe gerade gemerkt, ich laube schon zwei Minuten. Gut, dass ich jetzt noch guckt habe, ob ich aufnehme. Ne? Wenn du jetzt mitten in einer Mission bist, wieder scheiße. So. Dann sage ich halt nochmal alles, was ich gerade gesagt habe. Ehre geht raus. Kommt ja ganz gut an eigentlich bei euch, Anthem. Kommentare sind auch fresh am Start. Grüße gehen da vor allem raus am Alex. Ehre. Genau, in der letzten Folge haben wir den hier gemacht. Sieht schon sick aus. Schaut schon ganz nice aus. So. Ja, schreibt mir auf jeden Fall bitte in die Kommentare noch, falls irgendwie, also ich habe bisher noch keine Beschwerden oder Dinge gehört, dass das Spiel zu leise ist oder ich zu leise oder je nachdem. Sollte es der Fall sein, schreibt mir das bitte noch in die Kommentare. Ich habe bloß gemerkt, der Alex hat mir gesagt, wenn ich zu weit vom Mikrofon weggehe, werde ich natürlich leiser. Ja, ist klar. Und mein Cam, wenn ich hier rüber gehe, bin ich abgeschnitten. Gut. Ja. Ne? So. Genau, wenn ich hier nach vorn gehe, ist ein bisschen so das Problem. Ich glaube, ich muss auch das Mikrofon noch ein bisschen umbauen. Ich glaube, ich muss das Mikrofon... Ja, das mache ich jetzt nicht. Das mache ich während zwischen den Folgen. Ich hoffe, ich vergesse nicht. Cam ist woanders. Die vor davor hier. Da. Da. Hinten war die. Da habe ich aber Munition und meine Fähigkeiten verdeckt. Oh ja. Genau. Ach, die Fresse. Mit Tassins Agenten zu treffen. Ja. Wir gehen jetzt einfach mal rein in unseren Freelancer. Und dann gucken wir mal, was Sache ist. Ich glaube, wir haben jetzt ein, zwei Quests, die wir machen können. Beginne ein freies Spiel, indem du das Läufer-Symbol auswählst. Kunde die Welt allein oder mit Freunden. Freie Spiele sind immer öffentlich. Ja, gut. Nee, ich will jetzt eigentlich... Missionen wechseln. Jetzt guck mal. Um eine Mission, Festung oder das freie Spiel zu beginnen, wähle eins der Symbole und drücke X. Wenn du Teil eines Teams bist, hat der Teamleiter Zugriff auf alle... Ja, ist gut. Das passt. Okay, wir haben hier eine Invasion. Finde Taste des Agenten. Okay, das ist die einzige. Ach, und das andere Ding war, das andere war ja keine Quest, sondern das war so eine Nebenmission, dass wir quasi die Materialien finden. Genau. Das ist jetzt auch schon wieder Zeit her, dass ich aufgenommen habe. Ja, wählen. Das hat man ja aber, glaube ich, eh ausgewählt, ne? Ja. Schwierigkeiten, nein, wir machen das nicht mehr schwer. Ich fürs Let's Play normal. Expedition beginnen, Privatsphären-Einstellung. Wir machen das bitte, es bleibt auf Privat, ja. Start. Privat lassen. Danke. So. Ich habe auch bisher noch keine Ahnung, wie lange das Spiel so dauern wird, also wie lange das Let's Play wird. Ich schätze mal, ich mache so immer so knappe halbe Stunden Folgen. Keine Ahnung, wie viel Folgen wir jetzt kriegen. 50, 60? Ich weiß es nicht. Also ich meine, gut, wir haben jetzt für die erste Folge, also wir sind jetzt bei, wird jetzt Folge 8 müsste es jetzt sein normalerweise. Und wir haben halt erst eine Mission. Gut, aber die war auf schwer, da haben wir halt schon allein für die erste Mission haben wir halt drei Folgen gebraucht. Ne? Also das ist halt schon ein bisschen stupid, Bruder. Ja. Ja. Ne? Gut. Reden wir nicht drüber. Da reden wir einfach nicht drüber. Ist vorbei. Das ist vorbei, da reden wir nicht mehr drüber. Ich muss wirklich das Mikrofon, ich muss das... Ja. Ja, ja, ja. Ja. Ich muss das umändern. Ich hoffe, ich denke dran. Gekühlt. Wer ist gekühlt? Ich habe die Koordinaten von Tassin erhalten. Du bist zu einem Regulatorenlager unterwegs. Ist die Agentin dort? Undercover. Tassin hat mir ein Bild zur Identifizierung gegeben. Bestimmt hat sie dir das Bild zur Identifizierung gegeben. Du hast es wahrscheinlich genervt, dass du ein Bild von irgendwelchen Weibern haben willst oder sowas.
Der Owen ist so cringe. Der Owen ist so cringe, ne? Wir haben das letzte Mal, haben wir doch... Ah, hier... Ah, weil hier... Ah, ha, ha, ha. Genau, das letzte Mal sind wir hier runter. Jetzt müssen wir hier lang. Okay, why not? Superman, Superman. Warte mal, wir haben... Kann man... Guck mal, was haben wir hier? Ah, wer ist er denn? Der Tesla. Tot, Digga. Okay, also die sind eher schüchtern, als dass die wen angreifen, oder was? Also eher Fluchttiere quasi. Also, was sind denn die neuesten Infos über die Regulatoren? Oder auch nicht. Das sind die gleichen Schmuggler wie immer. Alles von Wert ist ihr Ding. Dann gibt es da noch die Gerüchte über Geheimverstecke in der Gegend. Irgendwo müssen sie ja den ganzen Kram lagern. Die Frage ist, warum sollte das Dominion damit etwas zu tun haben? Ich hoffe, dass Tessin sich irrt. Ich habe keine Lust, ein Krypter im Krieg zu sein. Ach, jetzt hast du davor mal Schiss, oder was, Kamerad Schnüschel? Aber ich muss mal kurz... So, jetzt. Wo müssen wir denn hin? Müssen wir hier runter? Sieht fast so aus, hä? Ja, wir müssen so runter. Bam! Scheiße. Au. Ich muss jetzt erst wieder reinkommen in das Spiel, ne? Was hat der Alex meine Zukunft immer, wenn ich den Blitz hernehme, soll ich Thunderbolt oder sowas schreien? Das werde ich nicht machen, Bruder. Ich kann von mir aus Bam oder sowas schreien, aber ansonsten... Haubelsturm, Zentrale... Ja, komm. Schreibt es mir mal bitte auch auf jeden Fall in die Kommentare, wenn ihr wollt, dass wir mal so eine Lesefolge machen. Also wo man die ganzen, hier so, die Lore oder was, keine Ahnung. Ganzen Scheiß halt, wo man da so... Yo, was hast denn du für eine Reichweite, du scheiß Geschützturm, was ist mit dir los? Also, ich bin jetzt mal voll im Arsch. Und schöner Kombo-Schaden. Bam, in den Arsch! Bleib mal ein bisschen eingefroren, Bruder. Ist der tot? Ah ja, der ist tot. Seht ihr uns, jetzt seht ihr auch die Munition und alles, ne? Nachladezeit. Von meinen Fähigkeiten. Und des Weiteren. Ich find's halt schade, dass die keinen Loot fallen lassen, irgendwie. Substanz ernten. Da habe ich auch noch nicht ganz kapiert, wo man das andere Zeug herkriegt. Also wir sammeln ja hier immer bloß diese Legierung. Wo ich das andere Zeug jetzt finden kann, das ist mir nur ein Rätsel. Überwürzquellen. Kann ich den einfrieren? Ja, nice, Digga. Schöne Sache. Schöne Sache, Harry, schöne Sache. Was war er denn? Also die Sponge, das geht aber schnell. Was haben wir denn da? Das ist aber dieser Stein, der wo reflektiert hat. Okay. Okay. Rüstung unbeschädigt, das ist gut. Aber da oben ist schon wieder so ein scheiß Geschützturm, Alter. Den füllen wir gleich mal ein.
Hallo? Einfrieren bitte. Wen hat der denn jetzt geschossen, bitte? Hat's oder so getroffen? Gesetzloser Geschützturm. Ich wüsste auch nicht, seit wann Geschütztürme unter irgendeinem Gesetz stehen würden. Was schießt denn hier immer noch? Gesetzlose. Achso. Nicht mehr denken können, ne? Stirbt. Tschüss. Okay, du bist nicht weit vom Regulatorenlager entfernt. Solltest es gleich sehen. Halte die Augen auf. Wir kratzen am Rand des Gar-Territoriums. Jetzt haben wir erst einmal die... LOL. Haben wir gerade... ihren Feuerball mit dem Eisding zurückfeuert und die Wüfe ist da dran gestorben. Das ist ja geil, Digga. Tschüss! Ja, der war wieder nicht in der Reichweite drin, oder was? Was ist denn mit dem Spiel los? Hallo? Gesetzlose Elementarist? Elite? Was? Ah! Huh? Bitte? Wait a minute. Nee, Bruder. Ist der... Sag mal... Hä? Dicker, hallo! Was ist jetzt für ein Anfall? Wie wechsle ich denn meine Waffe? Nein, oh mein Gott, jetzt habe ich unser Special gezogen. Das war richtig stupid. Wie wechsle ich denn bitte die Waffe? Vier Kalten. Aber eigentlich suche ich ja den anderen. Ach, da ist er. Da ist aber weitestgehend sehr immun dagegen, so wie es ausschaut. Was? Also es gibt da auch, so wie es ausschaut, hier Elite-Gegner, okay? Ah, kühlen Gedanken. Wassersystem ist eher Teil Ackerteil zu schaffen. Phantasien bedenken. Wir nehmen gerade Antiums. Begann Pound, dann Team Ingenieur, Architekten, beide Stumps. Ja, gut. Von mir aus. Laufen wir hier durch. Ah, ich finde die Knarre ganz geil. Hier die Salvenknarre. Finde ich ziemlich sick. Muss ich sagen. Weia. Das sind ein paar Würfe. Ja, das sind die anfällig gegen mein Eiszeug. Ach, die Kummel, die sind so übel anfällig dafür. Ah, okay, verstehe. Batz. Ah, ah.
Wyvern mögen also die Eisangriffe mal gar nicht. Das ist cool zu wissen. Ich sehe sie nicht. Oh, da krieg ich ja Damage davon. Also von Tieren wurden die hier nicht getötet. Die waren schon tot. Gibt es dort irgendwas Nützliches? Was ist das denn? Ah, jetzt gehen diese komischen Pflanzen wieder auf. Als ob hier nichts zum Looten ist, hey. Sehr übel unbefriedigend. Also das ist wirklich unbefriedigend. Nichts zum Looten zu machen. Lager angegriffen. Ich kann Tessin nicht erreichen. Regulatoren versteckt bei diesen Koordinaten. Das war Tessins Agentin. Ich muss diese Koordinaten entschlüsseln, Mann. Moment, du hast Ska am Hals. Oh nö, oder? Ja, und dann gleich wieder so wenig, ne? Toll, Digga. Scheiß drauf, Alter. Ult! Fickt euch weg, Alter. Ich sag's dir, wie es ist. Wieso hat denn jetzt die erste Fähigkeit auch schon wieder nicht getroffen? Das verstehe ich auch aber nicht. Wir werden uns nie in Ruhe lassen, oder? Wir sind schon auf Rache aus, seit wir Mathias gerettet haben. Tessin hat recht. Das Dominion scheint hier für Unruhe zu sorgen. Das ist eine dumme Scheiße, Digga. Würdest du bitte? Danke. Ich muss erst dieses scheiß Nest kaputt machen. Jetzt kann ich mich um die anderen kümmern. Ist jetzt da schon wieder ein Nest gespawnt? Nee, ne? Das Problem ist bloß. Also ich habe die Theorie, dass die Ska, das sind doch auch menschlich, oder? Aber ich kapiere bloß irgendwie nicht, wie das dann sein kann, dass die aus diesen komischen Nestern dann immer spawnen, oder was das sein soll. Oh nee, da ist ein Fettsack mit bei. Also das finde ich ja übel cool, dass die mich hitten können, während ich diese... Oh. Ich finde es ja cool, dass die mich hitten können, während ich meine Fähigkeiten einsetze. Finde ich nice. Also eigentlich nicht, aber... Ja. Auch. Danke. Wo ist Don Fettsack? Ach, das ist Don Fettsack. Komm her. Hopp. Und Batz! Blitz dich weg, Bruder. Stell dich wieder ein. Nee. Du bleibst mal schön stehen, Bruder. Und wieder schauen und reingehauen. Tschüss. Owen, hast du die Koordinaten? Ich hab's. Okay. Es ist nicht weit. Dann was haben wir hier? Keine Ahnung, weil es wieder eine Dutzung wird. Bist du sicher? Sich mit dem Dominion anzulegen ist nicht mit einem Kampf gegen einen Rudel Wolfen vergleichbar. Wenn böse Leute an die Tür klopfen, versteckt man sich nicht. Man tritt ihre Ärsche wieder zurück in das Loch, aus dem sie gekrochen kamen. Das Feuer löschen, bevor es sich ausbreitet. Vor Tarsis darf nicht zum zweiten Freimark werden. Okay, Digga. Dann gucken wir doch mal. Die Rüstung ist nicht beschädigt.
Guck mal, also ich meine, hier liegen Goldkisten. Als ob da nichts drin ist, das ich hernehmen könnte. Ist doch Bullshit. Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Zum Versteck der Regulatoren. Und wo wäre das? Sind die denn hier hochkommen? Stottschädel, Talkessel, Freelancer-Loyalität. Dachte ich mir doch. Sie. Da ist auch noch eins. Nehme ich mit. So. Weiter geht die wilde Fahrt. Oh, was haben wir hier? Teile einsammeln. Geerntete Materialien, Waffenteil. Ah, okay. Das muss das Regulatorenversteck sein. Mit noch mehr toten Regulatoren. Das Dominion ist nicht dafür bekannt, Gefangene zu machen. Das Dominion. Also bisher kennen wir zwei Gegnertypen. Die Scar. Gut, wilde Viecher. Und Dominion. Also es sind ja gut drei, aber es sind halt zwei Fraktionen so. Zwei Fraktionen, die so unsere Widersacher sind, ne? Hier gibt es alles. Zu einem Preis. Das scheint Gestalterrelikte mit einzuschließen. Ist nicht so gut, ne? Oh, Entschuldigung. Geschmuggelte Relikte. Die Kronjuwelen unter den Schwarzmarktwaren der Regulatoren. Was die jeweiligen Relikte hervorbringen, ist oft reine Glückssache. Käufer, nehmt euch in Acht. Okay. Oh, guck mal. Sturmteile. Ungewöhnliches Ember. Ach, guck. Geil. Sonst gibt's ja nichts mehr, ne? Okay. Schade, Digga. Loot. Chimärische Legierung. Seit wann kriegt man denn Erfahrungspunkte für... Owen, Flugsteuerung ist ausgefallen. Was geht hier vor? Das sehe ich. Du steckst in einer Art Feld. Scheint deinen Anzug zu beeinflussen. Na toll, Digga.